Und da sind wir wieder. Oh, wie ich einfach nur Angst vor dieser Aufnahme habe, die jetzt kommen wird. Ah, ich weiß, es wird schrecklich, es wird total nervig, es wird einfach nur höllenschwer. Okay, wir sind noch immer dabei, Sonden zu bauen. Ich habe den Plan noch nicht vergessen. Ich habe mich auch jetzt schnell wieder eingefunden, was mich selbst verwundert. Ihr seid die Nummer 1, ihr seid die Nummer 2. Ihr seid der mobile Abwehrtrupp. Nee, ihr seid der mobile Abwehrtrupp, der jetzt voll verkacken wird. Obwohl, Ceratul ist ziemlich stark. Das reicht. Okay, da war ein Scout, der hatte nicht mehr so viel Energie jetzt. Geht doch mal ein bisschen auseinander. Da. Okay, du bist zwar jetzt langsam, aber du kommst um die Medizin nicht herum. So, wir brauchen die Sonne. Da kommt noch eine, glaube ich. Nee, nur 4. Okay. Ja, wir müssen unbedingt schnell Mineralien bekommen, deswegen euch direkt da hoch. Nexus bauen, genau. So, du hast noch kein Schild. Und nein, man kann hier nichts Rechtsklick machen wie in Warcraft, denn das kam ein paar Jahre vor Warcraft. Soweit waren die damals noch nicht. Also Blizzard mit den Ingame-Funktionen und hier hätten mehr reingepasst als hier, verdammt. Okay, 4 müssen aber erst... runter jetzt. 4 müssen erstmal reichen. Wir bauen erstmal direkt einen Nexus da oben, weil ohne können wir gar nicht abbauen. So, ob wir hier Abwehr bauen? Nein, bauen wir nicht. Aber... nee, wir können hier gar nicht mit Scarabs runterschießen. Oh, verdammt, ich hab... ja, ich muss mir gerade einfallen lassen, wie ich die Basis hier platt mache. Ich möchte am liebsten direkt hier dann rein in diese kleine Schlucht. Ich muss nur mal überlegen, ist das eine gute Idee? Wenn wir hier zuerst reingehen, werden wir von oben vom Vergiftern belagert und können aus dieser Richtung von Weiß angegriffen werden mit Luft. Aber hier ist wahrscheinlich wieder eine Klippe und werden über die Klippe hinweg angegriffen und treffen dann, wenn wir mit Luft kontern, auf Luftabwehr. Okay. Die Luftabwehr... ach, scheiß doch drauf, ey. Ja, ich hab doch gewusst, dass die noch kommen. Okay. Das hat mich Luft, ja. Ich hab nur noch Luft im Kopf, wortwörtlich. Okay, das hat mich jetzt rausgebracht. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob hier auch Luftabwehr ist. Von daher ist der ganze Plan irgendwie noch ein bisschen auf wackeligen Beinen, was ziemlich schlecht ist. Okay, wir werden aber jetzt einen Angriffstrupp bauen. Da kommen wir nicht drum herum. Ich werde jetzt doch hier angreifen. Nachdem hier nämlich alles kaputt ist, können wir mit den Shuttlen da landen. So, und kommt schon mal hoch. Und, oh, der ist ziemlich schnell fertig. Das habe ich unterschätzt. Okay, du dahin, du. Ihr sucht euch automatisch? Das wusste ich nicht. Ja, komm. Bums, direkt dahin. Wie viel ist denn da drauf jeweils? 1500? 1500? Ja! Okay, das reicht eine Zeit. Ich bin happy. Okay, ich habe gerade wirklich einen kleinen Hoffnungsschimmer in meinen Augen funkeln, dass wir diese Mission wirklich schaffen. Es wird geschehen, Exekutor. Gas? Gas. Apropos Gas, wir müssen jetzt mal Gas geben mit dem letzten Angriffsupdate, weil wir sehen, sie machen schon viel Schaden, aber das reicht nicht. Wir wollen gleich wirklich stark angreifen und hoffentlich mit einem Trupp hier reinwaschen und alles platt machen. Wir haben ja schon am Anfang der Karte gesehen, was ein kleiner Trupp machen konnte. Wenn ich mich erinnern kann, waren das 4 Drohnen und ein kleiner Angriffstrupp aus Ceratul, einem Arbiter, ein paar Berserkern und Dragonern. Das dürfte ja doch schon ziemlich viel Chaos verursachen. Okay, wir werden aber... Gott, haben wir Vespingas. Wir werden Arbiter bauen. Ich wollte gerade sagen, wir werden aber keine Arbiter bauen, weil wir nicht genug Vespingas haben. Jetzt geben wir zwar jede Menge aus, aber... nun ja, für den Fortschritt würde ich mal sagen. Du baust mir hier ein Pylon. Ich wollte gerade ein Polygon sagen. Und das wäre sogar gelogen, weil das ist einfach nur 2D. In 2D gibt es keinen Pylogon. Pylogon, ja. Polygonen-Getue, Gefasel. Apropos Gefasel. Ich frage mich, wann der nächste Vergifter und die Königin kommen. Die kommen normalerweise immer in eng aneinanderliegenden Trupps. So, euch setzen wir schon mal in die Liste. Dich auch und dich auch. Okay, die Pylonen sind gerade rechtzeitig fertig. Pylonen bauen wir hier auch direkt nochmal neu nach. Hier auf die Seite auch 2. Aber möglichst so, dass sie nicht den Weg blockieren. In die Mitte also. Den anderen... ja, doch, hier ist der gut. Okay, kannst weiter ernten. Hast du gut gemacht, Junge. Ich bin viel zu aufgedreht bei StarCraft. Da war... ich hab's genau gesehen. Okay, besser als ein Parasit, weil der haut uns einen Berserker weg.
böse. Ja, sie greifen gar nicht so stark an. Rot scheint... Wie gesagt, als ich erstmal die Map erkundet habe, das sieht bar aus, hatte Rot hier eine Brutstätte, dort eine Brutstätte und hier habe ich gar nicht... Hier, so weit war ich gar nicht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Können wir nicht abwehren, glaube ich. Ne, können wir nicht abwehren. So. Hier bitte. Okay. Ich weiß nicht, wie wir das abwehren sollten. So, weiter. So. Entdeckung. Tot. Okay, keine Entdeckung mehr. Ja, greift alle einen an, bitte. Konzentriertes Feuer. So, konzentriertes Feuer auf den oberen. Alle. Alle. Okay. Habt ihr gesehen, wie schnell er gerade war? Was er gerade macht? Der ist total wahnsinnig. Okay, jetzt hat er sich beruhigt. Ja, man musste da jetzt doch mal ein wachendes Auge drüber werfen. Das war doch nicht mehr normal. So, wir bauen neue Scouts, weil wir haben gesehen, mit Scouts kommen wir gut in der Verteidigung klar. Wir bauen auch wieder 4 Stück, weil war ja super. Kommt man nicht meckern. Worüber man meckern kann, ist natürlich, dass der Assimilator-Schrott ist und die Sonnen auch. Aber das kann man ja nachbauen. Das sieht aus wie ein Parasit, der einen Dragoner zerfetzt hat und wahrscheinlich auch einen Protoss. Obwohl, nee, aus einem kommen ja 2 raus. Nee, war nur ein Dragoner. Wobei ein Dragoner, nur ein Dragoner schon scheiße ausgedrückt ist, weil jeder kann lebensrettend sein. Aber wie lange der Arbiter braucht, oh meine Güte. Die schicken wir rüber, weil wir haben ja da einen Dragoner verloren. So, wir bauen den Angriffstrupp weiter auf Berserker aus. Ihr habt nicht genug Mineralien. Als ob ich das nicht selbst wüsste. Man darf es immer versuchen. So. Ach, der Angriff. Göttlich. Naja, nicht wirklich göttlich, aber... Ja, göttlich. Oh. 103. Die Todeswarpklinge. Okay. Wobei ich Warpklinge noch nicht mehr verstehe. Ist doch immer noch eine Psyklinge, oder? Ach, egal. Das führt nur wieder in komische Ecken, wo ich nicht landen will. So, nach H kommt I. Das ist auch noch hängen geblieben. Mal sehen, wann ich scheitere im Alphabet. Ich sehe es schon kommen, Leute. Okay, Bums, Bums. Okay, das ist der einzige Bodenverteidigungsturm, der bis jetzt da steht. Was wir mal machen könnten, ist zur Sicherheit ein... Wie heißt das? Observatorium. Das haben wir doch. Nein, das ist ein Signalgeber. Ein Observatorium bauen hier. Damit wir an Drohnen, ja, ich weiß, Überwacher oder Übergucker, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, rankommen, von der Bautechnologie her. Jetzt werdet ihr wirklich frech, Leute. Matsch. Okay. Teleportation erfolgreich, wunderbar. So, wir bauen noch 2 Dragoner. Wo bin ich hängen geblieben? Damit wir Drohnen bauen können. Sonden, nein. Doch, Überwacher. Überwacher bauen können, dann können wir nämlich hier mal ein bisschen rantasten, was dort so alles steht. So, kommen wir hier überhaupt... Ja, da kommen wir rein, oder? Ja. Hier steht noch so eine Tiefenkolonie, aber die ist ja kein Problem. Dort mussten wir ja flüchten, weil Seratul hier einen auf... Ich bin so schwach gemacht hat. Okay. Ihr bitte direkt dahin. Du auch. So. Stealth. Mehr sag ich nicht. Okay, da fehlt aber noch einer. Und zwar, ja, kommt jetzt gleich. Fertig. So, direkt der erhöhte Sichtradius, weil ohne wird das eh kläglich. So, wir bauen direkt eine. Schicken sie auch direkt hier oben hin. So, hier ist das nächste Vespingas. Ich finde es schade, dass es nicht bestimmte Mineralienformationen gibt, die da bleiben, auch wenn sie leer geerntet sind. So wie mit den Geysiren halt. So, dass es welche gibt, die abgebaut werden können, damit nicht so viel Gebiet weggenommen wird. Also wieder was frei wird, aber auch welche, die weiterhin blocken, aber man noch abbauen kann. Immer so 2. Das wäre schön gewesen. Das ist mehr so Richtung Alarmstufe Rot 3. So, speichern. Ja, wir speichern nochmal und ich überwache die Aufnahme.